So, nun kommen wir also zu den generellen Einstellungen. Was sich dahinter verbirgt, das siehst du gleich. Es geht aber hauptsächlich um den Titel der Webseite, also das, was praktisch oben im Browserfenster angezeigt wird, und natürlich auch um deine Haupt-E-Mail-Adresse. Und diese stellst du hier über generelle Einstellungen vornehmend ein. Natürlich wieder, ich kann es nicht oft genug betonen, im eingeloggten Zustand. Und du gelangst dann direkt über diesen Link auf die Einstellungen allgemein. Und hier oben in der Titel, unter Titel der Webseite, kannst du jetzt sozusagen deinen Titel eingeben, entweder deinen Domainnamen oder deinen Zweck, deinen Sinn, deinen Betreff, was auch immer, also was du letztendlich oder wie du deine Seite betiteln möchtest. Du kannst zusätzlich einen Untertitel vergeben, der ist meistens allerdings dann eher wichtig. Wenn du zum Beispiel ohne Logo arbeitest, wenn du mit Logo arbeitest, würde ich diesen eher weglassen. Kannst ihn aber, wie gesagt, eintragen. Das musst du natürlich dann im Einzelnen prüfen, wie die Optik nachher aussieht. Die Website-Adresse ist automatisch vorinstalliert. Ganz wichtig, hier muss deine E-Mail-Adresse rein, damit eben du auch alle Systemadressen oder Systemmeldungen deines Blogs bekommst. Also hier einfach deine E-Mail-Adresse eintragen. Hier sind alle anderen Dinge voreingestellt, sowohl von der Uhrzeit, auch die bitte gerne überprüfen, ob das deine Ortszeit hier entspricht. Wenn es nicht so wäre, dann kannst du hier entsprechend die Einstellungen anpassen. Das Datumsformat ist idealerweise auch in dieser Form einzutragen, aber auch hier kannst du natürlich deinen Wünschen freien Lauf lassen. Wann die Woche beginnt und letztendlich die Sprache der Webseite, diese würde ich idealerweise im deutschsprachigen Bereich auch auf Deutsch stehen lassen. Wenn du dann alles angepasst hast, gehst du bitte auf Änderungen übernehmen, einmal klicken und die ganzen Grundeinstellungen sind übernommen.